Hallihallo, ich bin's wieder, euer Knossi und willkommen zu einem neuen Commentary. Heute Modern Warfare 3 Gameplay Moab FFA von Mr. Toast HD 007. Link ist in der Beschreibung. Dankeschön für das Gameplay. Falls ihr Gameplays habt, dann schickt natürlich auch einen Link dazu, ist auch in der Beschreibung. Gut, heute haben wir den 26. Dezember, es ist 14 Uhr und der Gaps und ich haben jetzt gesagt, wir nehmen jetzt ein kleines Video auf, er weiß nicht, um was es geht. Ja, so genau ist das und deshalb warte ich gerade, dass er mir jetzt irgendwie einen Hinweis gibt, über was wir jetzt reden werden, also wahrscheinlich genau, über Weihnachten. Aber ja, weil ich habe gestern gefragt auf Facebook, ob ich gestern ein Video machen soll, haben alle ja gesagt und dann habe ich doch nicht gemacht, ja. Und dann war doch keine Zeit oder kein Bock dazu und deswegen werde ich einfach so darüber reden, was ich bekommen habe, ne? Ja. Was hast du bekommen, Gibbs? Ich habe ein iPad bekommen. Sozusagen das größte Geschenk. Das habe ich schon vor 2 Jahren bekommen. Du ja, bist aber ich habe ein iPad 4, der Opfer. Und ich hab's, das Schlimme ist, gestern am Abend, ich dachte mir so, ja, jailbreaken wir's. Und beim iPhone hatte ich letztes Jahr, da hatte ich immer so Pech. Und ich sage, nie jailbreaken. Ihr habt immer nur Pech. Oder ich zumindest. Leider. Also wenn ihr Gibbs heißt und ein iPhone oder sowas habt, dann jailbreakt das nicht. Ja, weil das ist tödlich. Das Universum könnt ihr euch mit diesem Gaps verwechseln. Mhm. So, jetzt kommen wir zu mir. Das ist ja mein Video, mein Kanal, you know. Also ich habe dann noch eine Hülle für das iPad bekommen und Geld und eine Hülle fürs iPad und ein iPad. Ja, das war alles, was ich bekommen habe. Gaps hat richtig viel Schotter zu Hause liegen. Schaut auf seiner Facebook-Page dabei vorbei. Ich muss ja auch noch sagen, der Gaps und ich haben so einen kleinen Wettstreit gerade am Laufen. Echt? Denn er hat letztens gesagt, er hat mehr Twitter-Follower als ich. Ja. Das, Leute, das kann nicht sein. Jeder von euch, der bitte einen Twitter-Account hat, geht jetzt zu Twitter und folgt mir da, weil ich habe dann letztens auch ein bisschen mehr geschrieben und so weiter. Und, ja, und auf Instagram würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich da folgt, weil das habe ich jetzt auch gemacht, einen Account Instagram, und da mache ich immer so Fotos und Challenges und Selfies. You know, Swagger Boy, YOLO. Also folgt da überall. Folgt uns beiden auf Twitter auf jeden Fall, weil diese 5, ich habe 5 Follower mehr und das muss einfach gehalten werden, oder? Ja, nein. Also folgt nur mir, den Gaps könnte nur folgen, wenn er gerade wenig hat, als ich sonst nur mir. Okay, also, jetzt kommen wir zu meinen Geschenken. Nämlich, ich habe hier so ein neues Handy, ein weißes Samsung Galaxy S4 Mini. Ich hab absichtlich kein S4, habe ich mir gewünscht, weil ich mag einfach nicht die Entwicklung zu diesen ganz fetten Handys. Ich finde das übel geil. Das S4 Mini ist für mich, sag ich mal, perfekt. Das ist vielleicht, das ist wirklich klein, handlich, man kommt überall hin zum Bildschirm, passt in die Hosentasche. Sowas finde ich cool als Handy, nicht wenn ich irgendwie so ein, wie heißt das, Galaxy Note oder was auch immer. Note 3, oh mein Gott. Aber ich finde, wenn ich den, da kann ich gleich ein iPad kaufen und das mir irgendwie auf dem Rücken klemmen. Das brauche ich nicht. Ja, ist es. Aber es ist. Habe ich hier so ein Samsung, so ein S4 Mini, ist ganz cool. Ich habe zwar noch keine SIM-Karte und die muss ich mir erst holen. Morgen fahre ich nämlich in Urlaub und so weiter. Wird vielleicht noch ein Real-Life-Video kommen und so weiter mit meinen Kollegen, wenn ich da hier so um die Autobahn fahre. Weil der Konsti ist so eine Pusse, er will sich nicht seine SIM-Karte kleinschneiden, jetzt geht er morgen zu einem Shop und lasst es sich machen. Wo, Knusti ist eine Pusse. So, und was habe ich noch bekommen? Was hast du noch bekommen? Wahrscheinlich gar nichts, weil dich niemand lieb hat. Ich habe so ein, was ich mir noch gewünscht habe, das ist so ein Auflade-Gate, so ein Brick, weißt du? Und das hat so 4 USB-Schlitze und da kann ich so Handys, iPads und so weiter anschließen. Ja, sowas kann ist geil. Aufladen und das hält für so 6 bis 7 Akkus von so einem Samsung-Handy. Finde ich ganz cool. Frage. Wenn ich unterwegs bin oder so, haue ich mir das in den Rucksack und kann mein Handy auch aufladen, vielleicht auch das vom Kollegen dazu. Ist eigentlich dein iPad jetzt beim Akku im Vergleich zum Handy auch extrem lang? Ja, Akku hält lang. Ich bin jetzt, 14 Uhr haben wir es und ich bin seit 8 Uhr wach und ich habe 74%. Und ich habe die ganze Zeit Filme geschaut. Es ist gleich aus, das Video. Das ist doch scheißegal. No. Was habe ich noch bekommen? Ich habe hier noch so eine Burgermaschine, habe ich bekommen. Burgermaschine? Ja, für eine Burgerwoche gibt es jetzt einen Daumen nach hoch. Ja? Nein, Kuchenwoche 2.0. Eine Burgerwoche machen. Nein, das will ich auch. Was habe ich noch bekommen? Noch ein paar kleine Schnickschnack von der Familie und was, nicht gesehen. Finde ich ganz, ganz nett alles. Vom Freund von meiner Schwester habe ich auch ein richtig geiles T-Shirt bekommen, was aber keiner versteht, weil es auf Dialekt ist. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, weil ich verstehe es. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr so bekommen habt und... Wie gesagt, für eine Burger- oder Kuchenwoche 2 für 20.000 Abonnenten gibt einen Daumen nach hoch. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Knasti. Ciao, und das ist mein Geld. No homus. Kurr.